die Gassen. Die Spielhalle der Stadt ist kaum zu übersehen. Am Ende der öden Einkaufsmeile gelegen, siehst du den schrillen, geschwungenen Arkadenschriftzug über dem Torbogen. Die Buchstaben sind deinem Begriff nach eindeutig retro. Allerdings sehen das die Bewohner von Innsmouth sicher anders. Deine Ohren vernehmen vertraute Klänge. Der hysterische Mix aus billig produzierten Schussgeräuschen und kryptische Sounds von Flipperautomaten. Dieser Cocktail aus Synthie-Effekten versetzt dich in Nostalgie oder geht dir jetzt schon auf die Nerven? Natürlich Flipperautomaten, hey Freunde. Ja, wir wären falsch auf dem Kanal, wenn wir hier nicht Nostalgie anklicken würden. Du schwelgst in glücklichen Erinnerungen von deinem ersten Beat'em'up, in dem dich dein Gegner irgendein Yoga-Heini in seinen 70ern zur Schnecke gemacht hat. Er spielte einen Boxer. Und all die aufregenden Momente, in denen du auch mal gewonnen hast. Die wenigen Touristenfamilien, die sich mit dir in das Stadtzentrum vorgewagt haben, werden von ihren aufgeregten Kindern allesamt zur Quelle des Lärms gezerrt. Nun durchschreitest auch du die Pforten ins Reich der flackernden Lichter und schlechter Ventilation. Es ist unglaublich dunkel und die Bildschirme der Geräte scheinen die einzigen Lichtquellen zu sein. Familien, Slacker, Teenager-Grüppchen und vereinzelte Kinder drängen sich hier aneinander, um einen Blick auf laufende Spiele zu erhaschen oder die von Zuckerwatte klebrigen Finger selbst auf die Joysticks zu legen. Die Spielhalle ist kleiner, als der aufwendige Torbogen hatte ahnen lassen. Dafür ist die Ausstattung für ein kleines Küstenkaff gar nicht mal so schlecht. Alles piept und blinkt. Spiele anschauen, nach dem Mädchen suchen. Ach, lass uns doch erstmal gucken, was die hier für Games am Start haben. Eine der wichtigsten Lektionen, die du zwar nicht aus deinen eigenen Felden, aber aus dem Fernsehen gelernt hast. Achte auf die kleinen Dinge. Ein blutiger Anfänger würde die Spielautomaten ignorieren und mit Tunnelblick nach dem verschwundenen Mädchen Ausschau halten. Du dagegen spielst in einer anderen Liga. Vielleicht siehst du ihren Namenskürzel auf einer der Highscore-Tabellen. Vielleicht kannst du deine eigenen Reflexe verbessern, deine Nerven stehlen, indem du ein paar Runden spielst. Ein kleines Mädchen wird vermisst, aber du spielst lieber eine Runde Computerspiele. Niemand wird es je erfahren. Wie oft wirst du nochmal nach Innsmouth kommen, fragst du dich. Die Antwort kann natürlich nur lauten, hoffentlich nie wieder. Daher kannst du auch gleich alles aus diesem Besuch herausholen und neue Highscores für die Nachwelt hinterlassen. Du interessierst dich für die Flipperautomaten, die Retro-Spielautomaten, die Ballerspiele, nichts davon. Also, ich persönlich würde jetzt, glaube ich, schon fast eher an die Retro-Spielautomaten gehen, aber einer kleinen Stimme folgend wähle ich die fiesen Spiele, die Ballerspiele. Fantastisch. Diese Hinterwäldler haben tatsächlich einige deiner Lieblingsspiele parat. Bei den Shootern wird man zwar das meiste Geld los, dafür ist die Grafik am besten. Das Pixelblut ist am spritzigsten und man kann sogar mit neonfarbenen Plastikpistolen direkt auf den Monitor zielen. Dummerweise stellen sich hier auch die meisten Leute an. Ja, es wird eine Weile dauern, bis du an die Reihe kommst, aber das, was du auf dem Bildschirm sehen kannst, sieht verdammt vielversprechend aus. Deine Wahl fällt auf Boom, Quark. Ach geil, Alter. Masons of the Unliving. Schön, nichts davon. Ja, dann nehmen wir doch mal den... Nur... So. Großartig. Ihr Lieben, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, welche beiden Spiele hier eventuell gemeint sein könnten. Ja, es ist jetzt nicht schwer. Na, ich bin gespannt. Wir wählen, weil es einfach cooler war, Boom. Boom, der Klassiker unter den Shootern. In Boom geht es darum, dass Dämonen aus der Hölle eine Forschungsstation auf dem Jupiter überrannt haben. Oder war es die Venus? Das ist alles schon ziemlich lange her und an mehr von der Story kannst du dich auch tatsächlich nicht erinnern. Du stellst dich für Boom an und überlegst nochmal. Na, wir stellen uns natürlich für Boom an. Du hast gewählt. Du wirst Teil der Menschentraube, die dem momentanen Spieler von Boom zuschaut. Der Bildschirm zeigt einen hektischen Lauf durch finstere Gänge einer Weltraumstation, aus deren dunklen Ecken immer und immer wieder höllische Gestalten hervorkriechen.
Rote, pixelige Farbkleckse spritzen immer wieder auf den Bildschirm, wenn sie von der fünfläufigen Schrotflinte durchsiebt werden. Nachdem mehrere Spieler nacheinander das Zeitliche gesegnet haben, bist du an der Reihe. Schneller als gedacht. Du fütterst den Automaten mit allen Münzen, die du noch hast. Deine Hände umschließen die neonfarbene Plastikpistole. Der Bildschirm wird schwarz. Die Botschaft Prepare for Boom erscheint und du befindest dich an der Startposition des Spiels. Alles, was du jetzt tun musst, ist zu schießen. Und bei Gott, du schießt. Und zwar, wir schießen nicht einfach chaotisch, wir schießen strategisch. Bereits nach den ersten paar Kills bist du wieder drin. Die Plastikpistole ist zu einer Verlängerung deines Arms geworden. Jeder Schuss sitzt, keine Kugel wird verschwendet. Mit traumwandlerischer Sicherheit fegst du über deine Feinde hinweg durch den ersten Level. Zu einfach. Als der zweite Level lädt, melden sich die anstehenden Zuschauer zu Wort. Wow, Hammer, nicht schlecht. Das finden die toll, das war noch gar nichts. Der zweite Level. Dein Aufzug ist auf einer tieferen Ebene der Weltraumstation angekommen. Oder warst du in der Hölle? Egal. Die Gegner werden nun stärker und nachdem du noch ein paar weitere Gänge ausgeräuchert hast, startet das erste fordernde Event. Wellen von Dämonen brechen über dich hinein, während du eine Computerkonsole beschützen musst, die irgendetwas steuert. Dieses Spiel könnte richtig entspannt sein, wenn es bloß akzeptieren würde, dass es keine Handlung hat. Du stellst dich den dämonischen Horden, in denen du im Kreis läufst, in denen du in Deckung gehst. Tja, wer Boom kennt, weiß, dass Boom kein Deckungsshooter ist. Die Kreaturen müssen sich wieder zurück in ihre wonnig warme, sichere Hölle zurückwünschen, während sie in deinem Kugelhagel stehen. Wie ein menschlicher Tornado fegst du über deine Feinde hinweg, immer in Bewegung. Die massiven Juggernauts inmitten der feindlichen Reihen wagen ein paar Angriffe, doch du weißt ihn problemlos aus. Als die Wellen der Feinde langsam abebben, melden sich auch deine Zuschauer ehrfürchtig wieder zu Wort. Wow! Hammer und kaum Leben verloren! Vereinzeltes Klatschen ist zu hören. Level 3. Mit einer anwachsenden Fanbase wütest du durch den Minenschacht und nichts bietet dir eine nennenswerte Herausforderung. Deine Feinde werden anspruchsvoller, das Spiel eine Herausforderung. Vereinzeltes Klatschen und Anfeuerungsrufe deiner Zuschauer beflügeln dich weiterhin zu Höchstleistungen. Mittlerweile musst du dich richtig anstrengen, um am Leben zu bleiben und vorwärts zu kommen. Du hast ein fallenübersätes Areal durchquert und steigst nun in einen klapprigen Fahrstuhl, der dich zum Zwischenboss befördern soll. Die Anlage setzt sich von selbst in Bewegung, hinab in die Tiefen. Leider bleibt dir nicht viel Zeit, Luft zu holen. Schon ist der Fahrstuhl zum Halten gekommen und öffnet sein Sperrgitter. Während du deine ersten Schritte in den finsteren Gang bestreitest, zupft etwas von weiter unten an deinem Trenchcoat. Das Zupfen stört deine Konzentration. Nachdem etwas treten, oh, wie fies ist das denn? Hinabsehen, nein, komm, wir gucken mal erstmal hin. Also, das ist schon, oh. In der Sekunde, in der du den Blick vom Bildschirm nimmst, ist auch schon ein Knall zu hören. Das kollektive Oh! Um dich herum sagt dir, dass sich deine Pixelinnereien gerade auf dem Boden verteilt haben. Das Spiel ist dir allerdings mit einem Mal gleichgültig geworden. Neben dir steht die kleine Tabitha Marsh. Das Mädchen sieht zu dir auf. Mit Tabitha Raiden oder Snapsidier? Wir müssen natürlich mit der kleinen Tabitha reden. Übertrieben vorsichtig, um das Mädchen ja nicht zu verschrecken, lässt du dich auf ein Knie herabsinken. Tabitha, deine Mutter hat mich gebeten, dich nach Hause zu bringen. Das Mädchen verzieht das Gesicht. Was? Ich heiße nicht Tabitha. Das Foto von ihr zeigen? Nach ihrem Namen fragen. Sie heißt nicht Tabitha, wie heißt sie denn dann? Es ist schwer zu sagen, wie alt dieses Mädchen ist. Ist ihre Kopfform ein Anzeichen für irgendeine Krankheit, die einen Menschen anders altern lässt? Ist sie vielleicht senil, verwirrt oder einfach in einer rebellischen Phase der Pubertät? Wie lautet denn dein echter Name? Das Mädchen lächelt. Ich bin Evelyn. Mit sichtlichem Unbehagen nickt die Kleine dir zu. Ich sollte sowieso nicht hier sein. Geschafft. Du hast das Mädchen gefunden.
Jetzt musst du dir nur noch deine fette Belohnung abholen. Dann kannst du dieses Loch verlassen und daheim erstmal die Füße hochlegen. Evelyn geht voran. Ihr bahnt euch einen Weg zwischen den Familien, deren Elternteile vermutlich noch immer darüber grübeln, ob ihr beide verwandt seid oder ob man euch ziehen lassen kann. Letztendlich traut sich jedoch niemand, etwas zu sagen und damit seinen Urlaub zu vermiesen. Und ihr erreicht die Straße. Dann mal auf zur... Du drehst das Polaroid um und studierst die Adresse, die Dahlia auf dessen Rückseite notiert hat. Shogot Avenue 43. Das Mädchen schüttelt den Kopf. Die Adresse ist falsch? Punkt ist falsch? Fragezeichen? Netter Trick. Ja, wie, die ist falsch. Wie? Falsch? Entfernt es dir. Warum sollte deine Mutter mir eine falsche Adresse geben? Das Mädchen verdreht ihre Augen. Ich weiß nicht. Können wir jetzt gehen? Unser Haus ist hier in der Nähe. Dass es nicht so einfach werden würde, hättest du dir denken können. Evelyn folgen, der notierten Adresse folgen. Ja, also wenn das Mädchen schon sagt, dass die Adresse falsch ist, dann wird es auch so sein, denn werden wir Evelyn mal folgen. Wenn sich ihre angeblich echte Adresse tatsächlich irgendwo in der Nähe befindet, lässt sich ja schnell herausfinden, ob sie lügt oder nicht. Du gibst dich geschlagen und steckst das Polaroid-Foto wieder in die Innentasche deines Mantels. Dann führ mal den Weg an. Sogleich hält sich Evelyns Miene auf. Sie deutet an eine kleine Seitengasse, die dir zuvor gar nicht aufgefallen war.